das Stichwort für unsere nächsten Gäste, denn wie wir hier Landwirtschaft machen, hat mit den Lebenschancen der Menschen anderswo zu tun. Unser nächster Gast ist Janet Maro aus Tansania, das ist in Ostafrika. Sie hat dort eine beeindruckende Organisation aufgebaut für Agrarökologie und nachhaltige Landwirtschaft. Es werden dort Bäuerinnen und Bauern ausgebildet. Okay, erster Versprecher, check. Begrüßt Sie ganz herzlich und auch Stig Tanzmann vom Entwicklungswerk der Evangelischen Kirchen Brot für die Welt, der Sie heute übersetzt. Movement. So I'll say Kilimo and you hi. Say hi. Yeah. Kilimo! Hi! Kilimo! Hi! Thank you. It's a great honor to be here this afternoon and I did much with you all. The energy, the spirit is very high. Yeah. Ja. Ja. Jen sagt vielen Dank. Es ist eine Ehre hier zu sein. Die Energie ist einfach unglaublich groß und stark. And pardon my lack of German skills, but I'm sure most of you will be able to understand me. And on top of it all, I have Stig Tanzmann who will do the translation. I have just very few sentences. Today we are here because we see we have issues. We are farmers, but our position is not really recognized. We have people who decide things for us. So we want to take our position. We want people to see our role and to take it with a lot of respect and dignity. It's not just in Germany. We see this in Tanzania as well. We've never marched, but I'm very inspired. I can't translate so fast, so much. So. Because we see, I often say, we have problems everywhere. It's not just in Africa or in Europe or in Asia or in America. We all have problems and we have to change. Our food system is tanking. We have to change. Ganz kurz zusammengefasst, ja, wir sind hier, weil wir alle sehen, dass wir Probleme haben auf der Welt, nicht nur hier, nicht in Nordamerika, sondern auch in Afrika, und weil wir sehen, wir müssen unser Ernährungssystem ändern. In Tanzania, our government called off the confined field trials on genetically modified organisms. Today, I've seen so many posters saying no genetic engineering. And I see it's a similar struggle that we have here. We have to keep this up. Letztes Jahr, im November, hat die tansanische Regierung endlich ein Einsehen bei Gentechnik gehabt und alle Feldversuche einstellen lassen in Tansania. Und das ist ein großer Erfolg für uns. Und ich habe hier sehr, sehr viele Schilder gesehen, die sich gegen Gentechnik, gegen genetische Veränderungen eingesetzt haben. Und da haben wir eine sehr große Gemeinsamkeit. Because we farmers are the food producers. The moment we make a strike and don't produce food, even the people who are deciding things for us at the moment will suffer. So we have to not just close streets. Maybe one day, if they continue, we have to make a bigger strike and say, okay, we don't produce food, and let's see what will they do. Müssen wir weiter auf die Straße gehen, die Straßen besetzen. Nur so werden die Menschen, die über Agrarpolitik oder über uns bis jetzt entscheiden, einsehen, dass sie ihre Politik verändern müssen. Zur Not müssen wir streiken und aufhören, Lebensmittel zu produzieren, damit endlich eingesehen wird, man darf nicht über uns entscheiden, man muss mit uns entscheiden und wir brauchen eine Veränderung im Ernährungssystem.
Freedom for us to decide what we want to produce, how we want to produce and decide the fate and destiny of agriculture and the future generations, the future generations, and not just thinking about increasing production at any cost. This is not sustainable. It will not lead us to feeding the world in 2030 like they try to tell us. It's not going to work. Wir müssen weiterkämpfen für unser Saatgut, für unser Wissen, für unser Verständnis. Weil eins ist klar, das Ernährungssystem, was jetzt besteht, das industrielle Ernährungssystem, es wird uns nicht ernähren. Wir müssen eine Wende einleiten, damit wir bis 2030 uns endlich alle auf der Welt ernähren können. Wir wollen bessere Politiken. Wir wollen Politiken, die an unsere Bedürfnisse, auf unsere Bedürfnisse guckt und unsere Rechte wahrnimmt und nicht einfach nur, ja, dass wir mehr produzieren oder was auch immer. Okay, thank you very much. So I conclude with Kilimo.